Fass mich nicht an, ja? Cut! Ich mach ein Skript. Ich kann nicht glauben, dass du es schon wieder getan hast. Und ich kann nicht glauben, dass man hier so tut, als sei man Profi und dann so eine Scheiße produziert. Scheiße? Wer produziert denn hier Scheiße? Hast du das Drehbuch gelesen? Ja, allerdings. Das war jetzt schon der zweite Take. Hier, pass auf. Powers sitzt niedergeschlagen in seinem Apartment. Powers, das bist du. Es klopft. Ich kenne das Skript. Herein kommt Koltschenkow, der Vollstrecker. Das ist Karl. Ich weiß. Hier, jetzt wird es interessant. Koltschenkow überwältigt Powers und vermöbelt ihn nach Strich und Faden. Doch kurz bevor Koltschenkow ihm den Gnadenstoß versetzen kann, gelingt es Powers, am Boden liegend, Koltschenkow die Beine wegzuziehen. Dieser stürzt. Powers ist auf ihm und mit seiner letzten Kraft erwürgt er seinen Widersacher mit dessen eigenem Schlips. Das ist genial. Das ist, mit Verlaub, ganz große Scheiße. Danke. Niemand, der auch nur ein Quäntchen Verstand, den Hauch einer Ahnung von Dramaturgie hat, würde so einen entscheidenden Inszenierungsfehler begehen. Mit dieser Szene fällt die gesamte Figur, alles, was sie ausmacht. John Powers wird in dieser Szene zum Schwächling, der von einem dahergelaufenen Mittelklasse-Ganoven niedergeknüppelt wird, als wäre er ein Muttersöhnchen, ein Weichei. Ist doch unlogisch, meinst du nicht? Du spielst das jetzt, Hans. Oder du bist raus. Du drohst mir? Ich mein's ernst, Hans. Wir müssen drehen. Jede Minute, die wir hier rumstehen, kostet uns ein Vermögen. Ich rede mit dir und ich denke, ich stehe im Stau. Kapiert denn keiner von euch Hohlköpfen, dass ich versuche, den Film zu retten? Was glaubst du, wie viel Geld du verlierst, wenn der Film in den Kinos floppt, weil die Leute John Powers für einen Waschlappen halten? Wir müssen drehen und wir werden das jetzt drehen. Pass auf. Ein Vorschlag. Unter vier Augen. Wir sind jetzt mit der Hälfte durch, ja? Also wir haben den halben Film gedreht. Was glaubst du, sagt unser Produzent, wenn du ihm erzählst, du, Richard, der Hans, der spielt jetzt nicht mehr mit, weil der einen Fehler im Drehbuch erkannt hat. Ich glaube, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Hm? Das kannst du nicht tun. Was ich nicht tun kann, ist diesen Scheiß hier spielen. Ich habe einen Ruf zu verlieren und bevor ich den verliere, verliere ich lieber einen Job. Aber du brauchst diese Rolle. Falsch. Die Rolle braucht mich. Und du? Du brauchst diesen Film. Komm rein. Powers. Danke aus Kopierer. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ja, das hatten wir alle irgendwie. Ah, der Herr Produzent. Und? Wie läuft das Geschäft? Gut, gut, danke. Dann pass mal auf, ich hätte davon ganz gerne noch eine Variante. Eine Variante? Ja, du weißt schon, nur für den Schnitt, wir müssen uns da einfach ein paar Optionen offen halten, oder? Ja, aber wir haben gerade... Also, wir drehen einfach ganz schnell noch eine, in der Koltschenkow dich fast besiegt und du ihn erst ganz am Ende überwältigen kannst. Ich glaube, das ist irgendwie spannender. Ja, aber wir haben gerade... Pass mal auf, sieh mal, es ist auch einfach so, die Leute, ich meine die Zuschauer, die wollen ihre Helden heute leiden sehen. Die wollen große Emotionen, verstehst du? Die wollen einfach ganz großes Kino. Lass dich einfach mal ein bisschen mehr rumschubsen von Karl. Gute Idee. Klar, machen wir. Du weißt, ich kann alles spielen. Prima. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Dann mal los. So, und ich schaue heute Abend nochmal rein. Also, sieh zu, dass wir unser Pensum schaffen. Also gut, alles auf Anfang. Wir drehen eine Variante.